Hallo meine Lieben, ja, ein neues Video. Und zwar, ich unterstütze immer ganz gern so kleine Shops. Und die liebe Anjas Basteltraum, ich kenne sie eigentlich nur so von YouTube und Insta, also kenne ich mich relativ. Ich habe halt ihren Kanal abonniert und ich schaue es immer total gern und kommentiere immer ganz viel, weil mir ihre Sachen einfach oft richtig gut gefallen. Und sie hat jetzt angefangen, eigene Stempel zu machen. Und da habe ich direkt zugeschlagen. Am Anfang hat sie da minus 10% gehabt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und ich habe so gut wie alle, glaube ich, bestellt. Ich habe 2 oder 3 Stempelsets, die ich nicht bestellt habe, aber sonst habe ich alle bestellt. Ich habe das noch nicht ausgepackt, weil ich sagen wollte, wie das zu kommen ist. Da sind so Lachgummis dabei. Ich liebe Lachgummis, also super. Dann ist da so sogar personalisiert, voll süß, ein Kärtchen, das Känguru-Set ist eben auch eines von ihr. Oh ja, da ist es ganz süß so eingepackt. Raschel, raschel, blums, bam. Als erstes habe ich mal das Papier bestellt. Das war das einzige, das ich gesehen habe. Ich weiß nicht, war alles andere ausverkauft oder gibt es momentan nur das. Aber ich mag Holzoptik total gern. Ich will gerade das weg. Ups, jetzt habe ich gerade die Adresse gesehen. Egal. Ist nur meine deutsche Nachsendeadresse, wo ich dann die Versandkosten für Österreich nur zahle. Ja, das Papier eben, ich weiß nicht, wie viele da je Dings drinnen sein. 24 Blätter, 18 Designs, keine Ahnung, wie das aufteilt ist. Muss mal gerade schauen. Da gerade interessieren, ob das doppelseitig ist. Ah ja, es sind doppelseitig. Also einmal, ist ja ganz, fühlt sich echt genial an. Irgendwie, ich weiß nicht. Fast so, wie wenn da so eine Schicht drüber wäre. Keine Ahnung, schwer zu erklären. Ja, durfte jedenfalls mit, eben, ich lieb Holz. Dann, das ist eh schon das mit diesem Känguru da. Und ich finde es halt einfach richtig, richtig cool, dass es deutsche Sprüche dabei sein. Ich finde deutsche Stempel immer schwierig zum finden. Und ja, durch das, dass ich aus Österreich bin, zahle ich halt immer gleich eine Menge Versand. Deshalb habe ich einfach die Paketadresse da, die Nachsendeadresse gemacht, wo ich meistens dann so bestelle, dass ich innerhalb Deutschlands versandkostenfrei bin. Und dann zahle ich nur die Österreich-Versandkosten. Von diesem Logo X heißt es. Ich weiß nicht, wenn irgendwelche Österreicherinnen dabei sein. In der lieben Romy habe ich das eben schon mal erklärt, weil die ärgert sich oder. Na, der nervt eigentlich auch auf die Versandkosten, weil, ja, ich glaube jetzt auch bei der lieben Anja wäre das auch, ich glaube, 14 oder 15 Euro Versand gewesen und da muss ich ehrlich sagen, hätte ich gesagt, nee. Aber so mit meiner Paketadresse ist es super. Ja, jetzt bin ich abgeschweift. Also da sind eben die süßen Kängurus. Ich finde das auch süß für so Geburtkarte oder so, weil die Mami da quasi das Baby drinnen hat. Ah ja, hurra, du bist da, das ist eh sogar so ausgelitten. Ganz cool, das sind sogar so Punkt, Punkt, Punkt. Und es sind halt viele so einzelne Wörter. Ich finde das immer ganz praktisch. Ich schneide mir ja sonst oft so Sachen auseinander. Wenn zum Beispiel herzlichen Glückwunsch, kann sein, dass ich das auseinanderschneide, dass ich es einfach separat stempeln kann. Und da ist das einfach schon so. Also richtig cool, da ist auch so ein Rufezeichen. Also einmal dieses Set. Ich nehme mal das auf die Seite. Dann dieses, mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie verschieden groß sein. Damit hat sie auch ganz viel Werbung gemacht. Das hat man letztes Jahr schon ganz viel gesehen. Los, sonst verpassen wir den Geburtstag. Für dich alles Gute. Also für dich finde ich immer ganz cool, weil da habe ich selten irgendwelche Stempel, die mir dann von der Größe her passen. Aber da ist echt praktisch. Und ich finde das Bildhaus auch richtig süß. Das erinnert mich immer so an Schlümpfe. Ja, und das ist auch ein bisschen so gartenmäßig, da ist auch ein Cupcake, da kannst du quasi einen Cupcake tragen. Der läuft quasi zum Geburtstag, denke ich, deshalb
gibt es wahrscheinlich den Spruch, oder? Und da hat sie auch ganz viele auf Instagram Beispiele drinnen. Dann die Opossums, da war ja mega verliebt. Also sie hat mit diesen da Karte auf YouTube gezeigt. Und das hat sie so genial koloriert. Also es hat echt richtig echt ausgeschaut. Da habe ich dann eh geschrieben, boah, hoffentlich schaffe ich das dann auch so zu kolorieren. Opossums sein generell, ich habe noch nie einen Opossum-Stempel gesehen. Ich bin jetzt nicht der Opossum-Fan. An sich, also ich finde sie mega süß, aber ich wäre jetzt nie drauf gekommen, dass ich einen Opossum-Stempel brauche. Wisst ihr, wie man? Ja, voll schräg. Jedenfalls finde ich sie mega cool. So Ice Age-like. Und auch wieder, ich denke an dich, einfach mal zusammen abhängen und hab dich gern. Also voll cool. Und dann habe ich nur zwei Stempel. So Sprücherstempel, die gehen einfach immer. Und da, das ist auch richtig vielseitiges Set. Da ist alles drin. Also herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, alles Gute zum Geburtstag, frohe Weihnachten, gute Besserung, schauriges Halloween, frohe Ostern und frohes neues Jahr. Also wirklich richtig genial. Ich habe noch nie so ein Set gesehen, wo wirklich für jeden Anlass irgendwas drinnen ist. Also die Idee finde ich schon mal echt super. Und die Schriftart ist ja richtig schön. So, schaut ein bisschen handgeschrieben mäßig aus, teilweise. Und das habe ich dann auch noch mitgenommen. Da ist Geburtstagsgrüße, herzlichen Glückwunsch nochmal. So ähnlich. Glückwunsch ist ein bisschen kleiner und das herzlichen Umdraht. Aber das braucht man eh immer. Und dann zum Geburtstag. An das Geburtstagskind finde ich auch richtig süß. Alles Liebe, alles Gute zum Schlüpftag. Schlüpftag finde ich auch voll lustig, die Bezeichnung. Ja, das war meine feine Bestellung bei der lieben Anja. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi!